Der Samstag, der 30. April 2022, stand ganz im Zeichen 960 Jahre Barleben. Während man auf dem Schaustellergelände bei den Schützen lasergestützt seine Trefferfähigkeit überprüfen konnte, unterhält auf der Bühne der Schentichor Magdeburg mit altbekannten Seemannsliedern. Vor dem Eingang zum Innenhof der Mittellandhalle versammeln sich die Teilnehmer im Wettbewerb um den Titel Schönster Hund Barlebens. Insgesamt 28 ganz verschiedene Hunde, von ganz klein bis ziemlich groß, waren mit ihren Besitzern gekommen, um sich einer Jury zu stellen, deren einzige Voraussetzung sein sollte: Wir haben von Hunden keine Ahnung. Immer in Fünfergruppen wurden die Bewerber mit Herrchen oder Frauchen auf die Bühne geholt und der Initiator dieses Spaßwettbewerbes, Wolfgang Buschner, moderierte den Prozess und versuchte über jeden Hund interessante Informationen zu bekommen. Dabei wurde immer wieder betont, dass es hier nicht um Rassestandards oder Dressurkunststückchen ankommt, sondern dass die Jury aus Bürgermeister, stellvertretendem Ortsbürgermeister und einer freiwilligen Besucherin aus dem Publikum nach ihren eigenen Vorstellungen entscheiden wird. Und das tat sie aber mit großem Engagement. Ja, lieber Wolfgang, die Jury hat empfunden, es gibt einen eindeutigen ersten Platz. Und dann gibt es zwei Hunde, die jeweils 27 von 30 Punkten erreicht haben. Und wir müssten die beiden Hunde nochmal sehen, um zwischen dem zweiten und dritten Platz nochmal zu entscheiden. Na los, dann machen wir das. Auch diese Entscheidung wurde getroffen und das ist der drittschönste Hund. Das ist der zweitschönste Hund. Für beide gab es einen Futtergutschein und das ist Alma, eine Berner Sennerhündin. Und die ist jetzt mit 29 von 30 Punkten schönster Hund Barlebens. Jetzt noch ein paar Impressionen vom Rummelplatz und damit beendet OrtsTV seine Berichterstattung vom Festwochenende zum 960 Jahre Jubiläum Barleben.